Das passt überhaupt nicht. Das sieht ganz scheiße, Mann. Aber so geht's. Nee, sehr, Mann. Ich bin zu dumm. Ich habe ein Zeugnis. Hey, ich bin Anna und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe dieses Jahr meine Abi gemacht und normalerweise hätten wir natürlich ein Abi-Ball. Eigentlich wollte ich dafür ein Get Ready With Me machen, aber weil der jetzt eben ausfällt, dachte ich mir, ich mache einfach ein Get Ready With Me für meine Zeugnisausgabe. Also das ist ja quasi so der Ersatz für den Abi-Ball, auch wenn es kein geiler Ersatz ist, aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade meine Kontaktlinsen reingemacht und werde mich jetzt schminken. Anschließend werde ich meine Haare noch locken und werde mich anziehen, mal schauen, was ich da noch so mitfilmen kann. Ja, dann siehst du mich hier, wie ich einen viel zu hellen Concealer auftrage, damit mein Lidschatten irgendwie besser hält oder so, keine Ahnung. Okay, beginne ich mit dem Lidschatten. Also ich habe vor, das ein bisschen dunkelrot zu halten, weil mein Kleid eben auch dunkelrot ist. Und ich hoffe, ich kriege meinen Eyeliner hin, weil damit habe ich ab und zu so ein paar Probleme. Okay, ich benutze jetzt mit dieser Palette hier von Revolution. Ey, ich komme mir so komisch vor, wenn ich so Beauty-Videos drehe, ist absolut nicht meins, aber Get Ready With Me ist noch ertragbar. Also ich glaube, ich nehme jetzt diese Farbe hier und gucke, was so dabei rauskommt. Ich bin da nicht so planungsfreudig. Es ist halt echt kacke. Es wird einfach Abi-Jahr und 2020 sind. So, like, jedes andere Jahr wäre okay gewesen. Aber 2020, Mann, warum denn jetzt? Warum jetzt? Also ich meine, man weiß ja nicht, wie es in Zukunft so sein wird. Keine Ahnung, es sind einfach alle diese ganzen Events ausgefallen, auf die man sich halt einfach gefreut hat. Und das ist einfach traurig, weil Mottowoche, Abi-Ball, Abi-Streich. So, warum bin ich 12 Jahre zur Schule gegangen, ne? Sieht halt schon aus wie so ein blaues Auge momentan. Aber ich hoffe, das wird noch. Jetzt benutze ich diesen Lidschatten hier, der ist halt so silber und echt ganz nice. Ist halt einfach echt übelst das komische Gefühl, dass man jetzt weiß, dass man manche aus der Klasse zum letzten Mal sehen wird. Oder wenn man sie halt wieder sieht, dass sich dann so alles voll verändert hat. Das sind die, die eine Familie haben oder die in ihrem Studium sind und so, man weiß aber nicht, was passiert und das ist halt einfach echt strange und vor allem jetzt mit Corona ist es nochmal ein bisschen stranger. Ich meine, ich weiß auch gar nicht genau, wie das alles ablaufen wird jetzt. Also ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir unsere Zeugnisse bekommen und dann noch irgendwie ein Foto halt machen mit Maske oder ob wir noch ein schönes Foto ohne Maske machen oder ob noch irgendein Programm angedacht ist. Keine Ahnung, wie das jetzt sein soll, aber okay. Irgendwie manche hatten ja voll die krasse Zeugnisvergabe, also so in einem Fußballstadion habe ich gesehen oder irgendwie aus einer Skischanze. Wir machen das halt in einem Hotel, das ist eigentlich auch ganz okay. Also besser so als in der Schule, Aula oder so. Ich habe keine Ahnung, ob es gut aussieht, aber ich finde eigentlich schon. Okay, und fertig ist mein Lidschatten-Look. Jetzt muss ich noch den Eyeliner hinkriegen. Ich hoffe, ich werde ihn nicht verkacken, sonst muss ich das alles nochmal machen. Ich denke jetzt auch schon wieder, welchen Eyeliner soll ich benutzen. Ich habe diese Eyeliner alle. Ich weiß, ein paar davon sind gut, aber ich weiß nicht mehr, welche gut waren, welche leer waren und keine Ahnung. Ja, an dieser Stelle sah es noch halbwegs gut aus. Okay, ich glaube, die Hoffnung, dass meine beiden Lidstriche identisch werden, habe ich mittlerweile aufgegeben. Aber es ist okay. So halbwegs. Nee, es passt überhaupt nicht. Es sieht ganz scheiße, Mann. Aber so geht's. Nee, sehr, Mann. Ich bin zu dumm. Das sind keine Zwillinge, das sind keine Cousinen. Die sind nicht mal verwandt. Och Mann, verdammte Scheiße. Okay, ich lasse es jetzt einfach so. Es reicht mir jetzt. Es ist okay. Einfach schön draufklatschen. Das Ding ist, vielleicht für die, die sich nicht mit Schminke auskennen und jetzt dieses Video sehen, werden sich jetzt so denken, what the fuck, sie kennt sich voll gut aus, aber die Leute, die sich mit Schminke auskennen, die werden sich wahrscheinlich so denken, ach du Scheiße, kennt die sich nicht aus. Also deswegen nehmt euch kein Vorbild an mir. Ich sehe schon wieder aus wie so ein Ureinwohner irgendwie. Was ist so? Ich schätze mal schon. Also ich weiß nicht, ob man einen deutlichen Unterschied erkennt. Wahrscheinlich nicht. Aber das hier ist geschminkt, das ist ungeschminkt. Also irgendwie bin ich auch voll gespannt, wie so ein Abi-Zeugnis überhaupt aussieht. Also das Ding ist, ich meine, ich weiß, wie die letzten 24 Zeugnisse, die ich bekommen habe, aussehen. So. Aber so ein Abi-Zeugnis ist halt schon nochmal was anderes. Also stehen ja auch die ganzen Halbjahresnoten drauf. Und so weiter, beziehungsweise Punktzahlen halten, dann die ganzen Prüfungsergebnisse. Ja, werde ich jetzt mal zu Highlighter kommen. Oder nein, eigentlich könnte ich vorher Fake Lashes aufkleben, weil Fake Lashes sind schon geil. Werte das Ganze auf.
Okay, also meine Wimpern halten so halbwegs. Ich hoffe, die halten auch noch bis heute Abend. Prinzipiell bin ich jetzt fast schon fertig. Ich will jetzt noch irgendwie ein bisschen Highlighter auf mein Gesicht machen. Und dann kam noch so ein lippenvergrößernder Lipgloss auf die Lippen. Okay, also mein Make-up ist jetzt fertig. Meine Lippen brennen ein bisschen von dem Lippenbalsam. Und jetzt werde ich direkt mein Kleid anziehen und danach meine Haare locken. Okay, also das hier ist mein Kleid. Nicht wirklich viel Ausschnitt, wie man sieht. Aber ich habe halt auch nichts zum Zeigen. Von daher finde ich das eigentlich ganz schön. Und das werde ich jetzt anziehen. Okay, ich habe jetzt mein Kleid an. Also nachher blende ich auf jeden Fall auch nochmal Bilder oder Videos ein. Von meinem ganzen Kleid. Und jetzt werde ich aber erstmal meine Haare locken, denn so viel Zeit habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe ganz schön lange zum Schminken gebraucht irgendwie. Deswegen, los geht's. Ja, und dann sieht man hier einen Anna beim Haare locken im Stress, die sehr, sehr gestresst auch guckt. Mit wunderschönen schwarzen Handschuhen, damit man sich auch nicht verbrennt von diesem geilen Lockenstab. Ein bisschen oben kämmen, damit es nicht so unordentlich aussieht. Okay, ich schätze, ich bin fertig, also fast fertig. Ich muss nur meine Schuhe und so anziehen. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass meine Haare echt beschissen vorne aussehen und ich musste die noch ein bisschen locken. So, also dann habe ich noch so eine kleine Tasche für mein Handy und so. Und noch Schuhe, die zeige ich gleich noch. Okay, Leute, mein Tisch ist schon wieder so unaufgeräumt, weil ich mich jetzt geschminkt habe, ey. Oh Mann. So, also das hier sind meine Schuhe. Ich glaube, die haben irgendwie 8 cm Absatz, stand im Internet. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt viel ist oder wenig. Ich kann damit aber eigentlich relativ gut laufen. Ich hoffe, mir passiert auch kein Missgeschick, von wegen, dass ich umknicke oder sonstiges. Und das hier ist mein Armband, was ich getragen habe. Wie man sieht, ist mir das um einiges zu groß, aber ich habe halt auch wirklich sehr dünne Arme. Dachte ich so, ja, ich könnte es vielleicht an die Beine machen, so als Fußkettchen, aber am Fuß sah es dann auch wieder nicht so geil aus. Deswegen, ja, war es letztendlich als viel zu großes Armband an meinem Handgelenk. Und diese wundervollen Schmetterlingsohrringe habe ich getragen. Okay, also so sehen meine Schuhe angezogen aus. Ich kann das voll schlecht filmen. Also ich hoffe, man erkennt es so halbwegs. Ja, und hier siehst du nochmal mein ganzes Kleid aus allen möglichen Perspektiven. Und dann würde ich sagen, es geht los, oder? Yay, ich bin zurück zu Hause und ich habe mein Zeugnis. Also erstmal haben wir noch so ein schönes Klassenfoto bekommen, wo jeder so ein einzelnes Passbild quasi hat. Was wir eben so ja während der Corona-Zeit gemacht haben als Abschlussfoto, however. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Und dann haben wir hier mein Zeugnis. Und das ist quasi so ein Bogen. Und dann kann man das aufklappen und hier stehen dann eben die ganzen Fächer und die einzelnen ja, Notenpunkte aus den Halbjahren. Ich kann sagen, ich habe 2 Halbjahre Informatik gemacht und beide davon habe ich gestrichen. Also Informatik war einfach voll umsonst. Ja, dann stehen hier die Prüfungsfächer, also aus den Abi-Prüfungen. Und dann auf der anderen Seite steht noch was zur Seminarfacharbeit, die wir alle in der 11.12. hier in Thüringen schreiben mussten. Und dann letztendlich meine Durchschnittsnote. Ich habe einen Durchschnitt von 1,8, mit dem bin ich sehr zufrieden. Letztendlich stehen dann hier noch Fremdsprachen und irgendwie, wenn man Latinum oder so hat. Ja, und um dieses Ding zu bekommen, musste ich 12 Jahre zur Schule gehen. Tatsächlich. Also, ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, es hat sich gelohnt, aber ich muss sagen, in 12 Jahren hat man schon so viel gelernt auf jeden Fall. Nicht nur so dieses Fachliche, sondern auch einfach in Bezug auf Sozialkompetenz und auf Menschen und so. Halt einfach, ja, man hat auch einfach viel über sich selbst gelernt und so, also finde ich zumindest. Ja, und ansonsten zu der Veranstaltung, also zu meiner Zeugnisübergabe, kann ich noch sagen, da wurden ein paar Reden gehalten und an sich war das alles relativ schön gestaltet. Ja, ohne Corona wäre es natürlich noch ein bisschen cooler, interessanter geworden. Da wäre noch ein Chor aufgetreten und so weiter. Ja, keine Ahnung, es ist einfach so ein krasses Gefühl, man ist halt einfach fertig so. Andere, ja, machen eine Ausbildung im gleichen Ort oder so und sehen sich noch regelmäßig. Andere haben so ihre Freunde, mit denen sie noch regelmäßig schreiben. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich jetzt nach diesem Tag mit fast keinem mehr Kontakt haben werde, mit denen ich 12 Jahre zur Schule gegangen bin und auch nur 8 Jahre. Ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das Video nennen soll, weil am Anfang war es so ein Get Ready With Me. Aber jetzt am Ende habe ich halt auch allgemein so über Schule und sowas halt geredet. Aber okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schau auch gerne noch bei meinen anderen Videos vorbei. Würde mich mega, mega freuen. Ja, bis zum nächsten Video. Genieß die Ferien und tschüss.